Such. Und wir werden die beiden begleiten und morgen Abend werden wir das junge Glück für Sie hier präsentieren. Jetzt, meine Damen und Herren, kommt unser nächster Gast heute Abend und er ist einer der profiliertesten und erfolgreichsten Journalisten bei uns. Er hat einen Bestseller nach dem anderen geschrieben und für viele ist er der Indochina- und Afrika-Korrespondent und Experte schlechthin. Ich freue mich sehr, dass er heute Abend hier bei uns ist. Herzlich willkommen, Peter Scholl-Latour. Ich hoffe, ich habe das alles richtig gesagt mit den Bestsellern und den Ländern Indochina und Afrika. Ja, es kommen auch noch ein paar andere dazu. Welche? Außer zwei in alle. Welche waren außer Grönland und Bhutan im Himalaya habe ich so ziemlich alle Länder besucht. Waren Sie überall? Ja. Bhutan? Ja, das steht aber noch auf dem Programm. Ist das ein Zwergstaat? Ein Zwergstaat im Himalaya, ja. Das hat aber nichts mit diesem jetzt für mich als Camper mit diesem Gas zu tun, oder? Ja. Nein, das ist einfach ein Firmennamen, der dort gar nichts zu tun hat. Nein, das schreibt sich auch ein bisschen anders. Richtig, das andere ist, glaube ich, mit dem H nach dem B. Ja. Ja. Kenne ich noch aus meiner Jugend. Haben Sie auch gezeltet früher? Zwangsläufig, ja, als Soldat. Sie waren Fallschirmspringer? War ich, ja. Ja. War das eine Zeit, die Sie im Nachhinein, sagen wir mal, eher romantisch in Erinnerung haben? Oder war das einfach doch überwiegend dann hart und dreckig? Es war hart und romantisch. War ein großes Abenteuer. Tatsächlich? Ja, ja. Das ist kein Widerspruch? Das ist kein Widerspruch. Das war sagen wir, die Kolonialzeit, wie im Grunde sie Kipling noch überliefert hat. Also eine Welt, die verschwunden ist. Aber das hat mich geprägt, das ist ganz klar. Sie waren ja jemand, der sozusagen CNN schon gemacht hat, bevor es CNN gab. Also Sie waren eigentlich der Kriegsreporter, der da war, wo es wirklich gekracht hat. Ja. Ne, in Vietnam. Wobei ich versucht habe, in aller Bescheidenheit etwas reflektierender zu sein, als CNN es meistens ist. Ist Ihnen das zu lärmig, wie das da passiert? Nein, zu fetzig. Nicht? Und das beklagt ja, sagen wir, die guten Leute bei CNN beklagen das ja auch, dass sie immer auf Fetzen reduziert sind. Übrigens bei uns ist der gleiche Vorgang. Ich war heute, könnte ich so meine Sendung, wie ich sie damals gemacht hatte, gar nicht mehr unterbringen. Die Moderatoren haben das alles an sich gerissen. Die Korrespondenten liefern ja nur noch Stichworte. Das heißt, man würde heute jemand hinstellen, vielleicht eine Frau, die das anmoderiert und ihren Bericht, den Sie über Wochen gedreht haben, auf 4 Minuten oder 5 Minuten zusammenschneiden und das dann einfach da bringen. Zum Beispiel, nicht? Aber nichts gegen die Frauen. Nicht? Nein. Die Frauen sind im Kriegseinsatz ungeheuer mutig. Tatsächlich? Ja. Gehen Frauen härter? Schneidig, energisch, ja. Frauen, knallhart. Haben Sie da ein konkretes Beispiel erlebt? Naja, in China, so die Fotografin, die am meisten voranging, auch als ich nach Sarajevo gekommen war, hatte gerade war eine CNN-Reporterin für verletzt worden. Also, nein, Frauen sind ehrgeizig. Wie ist es überhaupt? Man hat ja so das Klischee, der Kriegsreporter, der sitzt im Hotel, ja, und wenn es irgendwo kracht, dann fährt man sozusagen im Kleinbus zusammen hin, alle Sender, macht einigermaßen aus der Distanz den Bericht. Ist das so oder ist man wirklich, sag ich mal, mitten im Dreck, wo es richtig kracht? Ja, also es gibt dieses schreckliche amerikanische Poolsystem. Und damit ist natürlich viel Manipulation verbunden. So hat man zum Beispiel den Golfkrieg, ich war völlig entstellt, über den Schirm gebracht. Ich rede jetzt nicht von Peter Arnett, der ja in Bagdad saß, nicht wahr, mit viel Mut. Aber deswegen bin ich auch nach Amman gegangen und nicht zu den Amerikanern nach Dachlan. Aber damals, zum Beispiel in Vietnam, damals waren die Amerikaner noch extrem entgegenkommend. Man konnte zu ihnen hingehen und sagen, ich möchte da und dahin, einen Punkt auf der Landkarte. Und dort dann wird man dann noch mit dem Hubschrauber gebracht. Unter Beschuss? Wenn möglich nicht, aber es konnte passieren. Man kann das natürlich nicht vorher bestellen, ne? Und sagen, Kinder, mach mal halblang, ich muss eine halbe Stunde Fotos machen. Gab es in Vietnam eine Situation, wo Sie gedacht haben, jetzt ist Ende der Fahnenstange, da komme ich nicht mehr raus? Naja, ich bin ja mal gefangen genommen worden, 1973 vom Vietcong, es waren in Wirklichkeit die Nordvietnamesen. Aber ich kenne ja nun die Vietnamesen ganz gut, ich schätze sie auch. Ich wusste im Grunde, wenn man sich richtig verhält, passiert einem nichts. Das Schlimmste hätte sein können, das war gar nicht so weit von Saigon entfernt, dass ich zu Fuß nach Hanoi hätte marschieren müssen. Und dabei kann man natürlich drauf gehen. Was heißt in so einem Fall richtig verhalten?
Ich habe zunächst mal, bin ich freundlich lächelnd auf Sie zugegangen und habe die Hand geschüttelt. Und dann müssen Sie schon mal das Gewehr aus der Hand nehmen, um einem auch die Hand zu geben. Nicht? Ach so, ja. Es gibt solche Tricks. Ganz praktischer Vorgang. Wie lange waren Sie gefangen? Eine Woche ungefähr. Und nach 3 Tagen wussten Sie, dass wir wirklich Journalisten waren und keine CIA-Agenten, wie Sie ursprünglich dachten. Und dann durften wir auch bei Ihnen filmen. Und das war eines meiner großen Erlebnisse und auch meiner großen Erfolge gewesen. Sie waren dann später noch mal da? Ich bin vor 2 Jahren noch mal da gewesen, 20 Jahre danach. Und habe ein seltsames Erlebnis gehabt. Ich bin mit einem ehemaligen Fremdlingern, Herr Guido, rausgefahren, einem vietnamesischen Fahrer. Und dann habe ich genau die Stelle gefunden, wo ich gefangen habe, wo jetzt ein blühendes Dorf war und die Plantagen waren alle in Ordnung. Und da war eine kleine Hütte, genau an der Stelle, wo das passiert war. Und da habe ich den Fahrer gefragt, was ist denn das? Er hat gesagt, c'est un bon café. Was ist denn das, ein bon café? Ein Bordell. Und das waren diese Fernlastfahrer, die nach Kambodscha fuhren. Und wir gingen dann rein aus Neugierde. Und es waren wirklich nun die hässlichsten Vietnamesen, die ich je gesehen habe. Das tat mir richtig leid. Und wir haben dann einen Coca-Cola aus Höflichkeit getrunken. Wir haben uns verabschiedet. Und ich muss ehrlich sagen, an der Stelle meines Ruhmes, in Anführungszeichen, stand ein Puff. Und das erzieht zur Bescheidenheit. Eine der spektakulärsten Aktionen war sicher, Sie hatten die Gelegenheit, mit Khomeini im Flugzeug zu reisen, als er zurückkam aus dem Exil in Paris in den Iran. Wie kam es dazu? Na, ich hatte ja von Anfang an Beziehungen zu diesen iranischen Revolutionären. Ich war ja auch der Erste, der diese Revolution angekündigt hatte, entgegen den Meinungen aller Experten. Und dann wurde ich dazu eingeladen, mitzufliegen. Wir waren ja auch eine gewisse Lebensversicherung für Khomeini und seinen Stab. Man wusste ja nicht, was passieren würde. Und vor der Landung dann, wir wussten ja nicht, ob Khomeini verhaftet würde oder ob man ihm zujubeln würde, kam dann einer seiner Vertrauten, einer Verwandten, Tabat Tabai, der auch mit dem ich befreundet war, kam zu mir und gab mir einen Umschlag und sagte, wenn wir verhaftet werden, verstecken Sie es. Und wenn es gut geht, dann gib es mir zurück. Und 2 Millionen Menschen standen da und jubelten. Ich habe es ihm zurückgegeben. 8 Monate später habe ich erfahren, was es war. Es war die Verfassung der Islamischen Republik Iran. Ich bin 2 Stunden lang der Wächter der Verfassung gewesen. Und die wäre weg gewesen? Die wäre, ja, mein Gott, ich habe sie ja eben dann dabei zurückgegeben. Ja. Wie war die Situation da im Flugzeug? Wie kann man sich das vorstellen? Geht da alles durcheinander oder ist es streng geteilt? Das war der einzige Tag, an dem ich Khomeini wirklich habe lächeln sehen. Er war total gelassen. Er war so ein Jumbo und da oben ist ja diese Kuppel, nicht wahr? Und da macht er sein Gebet und ich wurde dann gebeten, auch aufzukommen. Ich habe dann filmen können und ich habe ihn zum ersten Mal, das einzige Mal in seinem Leben, lächeln sehen. Bei der Ankunft? Dann vor der Ankunft, als alles noch ungewiss war. In Erwartung eventuell des Märtyriums. Aber das ist ein bisschen sehr ernst für den heutigen Abend. Das ist richtig. Sie schreiben jetzt gerade an Ihren Büchern, glaube ich, 15 bis 17. Ist das richtig? 3 Bücher gleichzeitig? Nein, es sind so 15 ungefähr. Davon, die 2 ersten waren keine Bestseller, alle anderen sind es gewesen. Das nimmt man mir auch sehr übel. Dass die alle Bestseller waren? Kollegen. Ja, das glaube ich. Was wird das Thema da sein bei diesen Büchern? Bei Ihren Büchern, an denen Sie jetzt schreiben, was ist da das Thema? Ich fasse zunächst mal eine Reihe von Artikeln zusammen, und zwar seit der Deutschen Wiedervereinigung, an die ich übrigens immer geglaubt habe. Nicht, also ohne nun also ein Supernationalist zu sein. Ich habe es aus der französischen Perspektive gesehen, und das war eben anders, da hat man mitgerechnet. Und das andere Buch ist dann über Zentralasien. Das dritte Thema könnte jetzt angeregt werden durch die Ereignisse in Russland sowohl als auch in der Türkei, wo ja nun seit den Wahlen sich vieles ändern wird. Wissen Sie eigentlich, dass es schon Leute gibt, die sozusagen mit ihrem Image Schindluder treiben und sich so kleine finanzielle Vorteile zu verschaffen hoffen? Ja, ich hab sowas Leuten hören. Nicht, dass also in Thüringen, glaube ich, jemand aufgetaucht ist. Aber ich habe das damals gar nicht zur Kenntnis genommen. Das ist mir jetzt also erst gesagt worden, dass da ein Hochstapler offenbar in meinem Namen aufgetreten ist, Geld kassiert hat. Und auch noch Heiratsschändler dazu war. Nun war der Mann wesentlich jünger, als ich es heute bin. Ich weiß gar nicht, wie es zustande gekommen ist. Und ich mache mir da keine übertriebenen Hoffnungen. Wenn ich also in Persona dort auftreten würde, dann würde vielleicht der finanzielle Erfolg und vor allem auch der Herzensbrecher-Erfolg geringer sein. Eine kurze Sache noch, weil das finde ich das Tolle. Sie sind sowohl französischer als auch deutscher Staatsbürger. Ja? Und Sie wissen, hier ist natürlich großes Thema Jacques Chirac und die Atombombenversuche. Ja. Hat der Chirac recht, wenn er das so durchzieht oder nicht? Wir sollten beides trennen. Also ich weiß nicht, ob Chirac recht hat. Ich weiß auch nicht, ob diese Tests im Mururoa notwendig sind. Aber, und damit will ich manchen schockieren, in einer Welt, wo die Weiterverbreitung von Atomwaffen im Gange ist, und zwar in Ländern,
die immer weniger berechenbar sind, die richtig gefährlich sind, dann sollten wir Europäer verdammt nochmal unsere eigene Abschreckung, nukleare Abschreckung haben. Nämlich sonst kann es uns eines Tages mal sehr dreckig gehen. Also, ein klares Wort zum Schluss. Peter Schollatour, herzlichen Dank. Ja, und weiterhin alles Gute. Dankeschön. Peter Schollatour, meine Damen und Herren. Vorsicht. Morgen Abend, meine Damen und Herren, kommen wir um 22.45 Uhr, getreu dem Motto, volle Stunde, volles Programm. 22.45 Uhr und die Sendung dauert dann 75 Minuten. Gäste sind morgen Abend der Starregisseur Dieter Wedel, Handballstar Stefan Kretschmer und Vicky Leandros. Bis morgen Abend, 11:15 Uhr. Gute Nacht und Dankeschön. Tschüss.